Die Reiselust ist weltweit wieder da und die Menschen sind wieder auf Achse, um Länder, Menschen, Kulturen kennenzulernen. Doch wer kennt das nicht? Die fremde Sprache führt oftmals in einem fremden Land in Sackgassen und die Kommunikation mit den Menschen vor Ort könnte doch so spannend sein. Doch auch nötige Dinge wie Hinweisschilder oder Speisekarten führen den ein oder anderen oftmals zur Verzweiflung. Hilfe gibt es bereits jahrelang über intelligente Übersetzungsgeräte oder Apps, die einem zur Seite stehen sollen. Doch die Erfahrungen sind verschieden und die Ergebnisse ebenfalls. So kommen hier und da bei herkömmlichen Übersetzungs-Apps doch manchmal spektakuläre Übersetzungsergebnisse heraus, die eher zum Schmunzeln anregen. Unsere Reiseredaktion hat sich auf den Weg gemacht und einige trendy Übersetzungsmaschinen gecheckt und getestet. Nach einigen Wochen hat ein altes, neues Gerät rundum überzeugt. Der Wasco Translator ist bereits seit langer Zeit auf dem Markt. Testsieger in vielen Tests und Redaktionsartikeln. Doch worauf kommt es bei einem guten Übersetzer an? Reisereporter und Chefredakteur Sven Klawunder weiß, was ein solches Gerät oder Applikation können muss, um in verschiedenen Situationen wirklich gut zurechtzukommen. Wichtig ist, dass er schnell funktioniert, dass er sicher funktioniert, dass er vor allen Dingen überall funktioniert und dass man sich überall das Gerät quasi mit einstecken kann. Klein ist dieser Wasco Translator und für uns als Reiseredaktion, wo wir weltweit tätig sind, jeden Tag enorm wichtig. 108 Sprachen können wir abrufen hier. Wir können sie überall auf der Welt abrufen, weil eine integrierte SIM-Karte dies uns ermöglicht. Das heißt, wir müssen noch nicht mal irgendwo online bzw. WLAN haben, sondern können das über die SIM-Karte, die übrigens auch im Preis mit inbegriffen ist und automatisch quasi mit abgedeckt ist, nutzen. Die Schnelligkeit ist uns sehr wichtig, weil in unserem Job, wenn wir zum Beispiel Interviews machen müssen, dann muss das Gerät schnell funktionieren. Das heißt, ein Dialog stattfinden. Und vor allen Dingen, wenn man längere Gespräche führen möchte, ja, dann hat man nicht immer Lust, da erstmal eine Minute zu warten, bis der Text übersetzt ist und so weiter. Hiermit funktioniert das wunderbar. Und Sicherheit, wir haben es wirklich wochenlang getestet, wir haben viele Fremdsprachenexperten auch mal drauf gucken lassen und die Qualität der Übersetzung ist exzellent. 98% der gesamten Übersetzungen waren hier grammatisch korrekt und das Ganze ist noch ganz robust hier. Verarbeitet, sieht gut aus und wie gesagt, mit integrierter Kamera, da kann man also abfotografieren, Hinweisschilder, Speisekarten etc. pp. Also rundum, wir sind zufrieden, wir nutzen das Gerät auch weiterhin in unserer Redaktion. Doch nicht nur im Reisebereich wichtig und hilfreich. Die Zahl der Auswanderer aus Deutschland steigt derzeit ständig. Auch viele ältere Menschen wandern aus, um ihren Lebensabend in einem schöneren anderen Land zu verbringen. Trends wie in Ungarn zeigen dies klar auf. Hier leben aktuell über 14.000 deutsche Rentner, die ihren Lebensabend in Ungarn verbringen. Ein guter Translator hilft hier enorm und steigert die Lebensqualität nochmals. Ja, und dann haben wir ja nicht nur die Urlauber, nicht nur die Reiseredaktionen, sondern auch die Menschen, die derzeit auswandern. Es sind viele Menschen, die auswandern aus Deutschland in fremde Länder. Und wir haben das zum Beispiel hier in Ungarn gesehen, dass auch viele ältere Menschen, die gar nicht mehr so eigentlich eine neue Sprache lernen wollen, aber trotzdem hier zurechtkommen müssen und auch wollen. Und mit diesem Gerät kann man dann natürlich sich das Leben weitaus einfacher machen. Ob es der Besuch im Postamt ist oder ob ein Brief von den Behörden kommt, der mal eben abfotografiert wird und sofort übersetzt wird. Also da kann man sich wirklich Leben sehr einfach mitmachen. Und das Schöne ist dann noch obendrauf, dass man sogar dabei die Sprache lernen kann, denn zu jeder Sprache ist sogar noch so ein Lernprogramm integriert, wo ich dann sagen kann, okay, setz mich am Tag einmal eine Viertelstunde hin und lern meine Lektion für heute. Also für uns rundum top, muss ich ganz ehrlich sagen. Fremdsprachen waren tatsächlich noch nie so einfach und ein Lernprogramm zur jeweiligen Sprache gibt es on top auch noch.